Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Teil 41 meines Let's Plays zu Bioshock Infinite. Und wir sind mittlerweile darauf und dran, Comstock zu besiegen. Oder zu finden und dann zu Und besiegen. was erhielt der Herr als Gegenleistung für sein Geschenk? Eva und ihren Apfel? Sodom und Gomorra? Oh Mann, Die diese Menschheit ganzen Durchsagen von bezahlte Elizabeth hier, die sind wirklich und nur die Flut konnte die Schuld creepy. tilgen. Ist man gar nicht gewohnt, von ihr sowas zu hören. Hast du denn etwas? Ich hab keine Mahlzeit. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Ja, wenn du auf die Witt wartest. Du musst nicht mehr lange warten. Oh, was ist das denn? Ein Karabiner. Ja. Naja, gucken wir jetzt erstmal hier, ne? Okay, hier geht's nicht durch. Dann geht's wohl hier lang. Oh ja, wichtig. Oh, wichtig, wichtig. Jetzt sehe ich doch wieder ganz gut vorbereitet aus. So, gucken wir nochmal um die Ecke hier. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit, Prophet. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Oh Mann, Hoffnung als Krankheit zu bezeichnen, das passt ja irgendwie wirklich zu Comstock. Außerdem ist es ja auch viel leichter, Leute zu kontrollieren, wenn die keine Hoffnung haben. Yeah. Ach Gott, hier ist auf jeden Fall wieder so ein Nordhelmchen drin. Was ist das denn? Hummingbirds. Na, gucken wir uns mal ganz kurz an, ne? Hummingbirds. William R. Forman. Kolibris. Ah ja, genau. Das sind Hummingbirds. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil Kolibris so in der Luft schweben können oder stehen bleiben können quasi, diente das als Vorlage für die Technologie, mit der Columbia dieses schafft. Kombiniere. Was ist das alles creepy hier mit diesen Masken? Morgen ist ja deine Operation. Also ist das. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? Ah, what? Ist sie in einem Zeitraffer gefangen, oder was? Ach Gott, Elizabeth, ich hoffe nur, dass ich das irgendwie beeinflussen kann, dass dir nicht zu viel Schlechtes widerfährt. Wo ist diese? Hallo? Ach Mann, das ist aber wirklich eine... Der Revolver, der ist jetzt nicht so prickelnd. Aber man kommt sich schon ein bisschen vor wie im Wilden Westen. Silence!
Na, wäre auch schon ganz schön, wenn die irgendwie mal was dabei hätten, ne? Die kleinen Mozartköpfe. Bah, bah, in was bin ich denn jetzt hier reingetreten? Oh, nochmal Ausrüstung. Boah, ich würde echt mal interessieren, wie viel Ausrüstung ich mittlerweile habe. Gesundheit für Salze. Wenn du keine Salze mehr hast, nutzt du Gesundheit, um Kräfte einzusetzen. Ist das eigentlich gut dann? Ja, ich glaube, das ist gut. Wir legen mal eine neue Hose an. Machen wir den Booker mal ein bisschen modisch bewusster. Ui, was ist das denn? Schon wieder Elizabeth. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wer, ich? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Ja, so wie ich das sehe, bin ich bestimmt alles schuld. Okay, also weiter geht's. Where we learn. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Keine? Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Nee, ich kann mir diese Propaganda, dieses Propagandagequatsche von der Elizabeth nicht anhören. Ich einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Hä? Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe okay. mich. Geronimo! Was steht da denn? Warden's Office. Da. Aha. Gut. So, Bürschel. Dich hole ich mir als erstes. Battleship Falls. Ja, mal kurz angucken, oder? Das mit dem Kolibri war ja auch ganz hübsch. Ah, Battleship Bay. Na, da sind wir doch auch dran vorbeigekommen, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Okay. Völlig irrelevant. Oh, Leute, das ist hier alles so bedrückend. So, was ist das denn? Viel zu viele Schalltafeln. Ich habe eben Voxophon gesehen. Da. Ach, Elizabeth, du schon wieder. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Lutes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Na, da bin ich ja mal gespannt, was diese Chance auf Erlösung ist. Okay, okay. Was ist das denn? Beweise. Evidence. Murdered. Wow. Okay,
Okay, Warden's Office. Mr. Warden. Oh, da ist der Schalter. Ui, ui, ui. Und ein Voxophon sehe ich doch auch noch. Okay. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Oh Gott, was hast du gemacht? Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. Ach, bitte, 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 rede von mir. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Hui! Nicht zu euch, Freunde der Nacht. So, in die Kniescheibe. Ach, Kinders. Oh, nice. Das habe ich von außen gesehen. Genau. Steigende Mordlust. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden von Waffen erhöht. Beim Töten mit Teufelskörper. Auch gut. Ah. Ne, ja, ich nehme das mal. Komm, ich ziehe es einfach mal an. Haben wir ja lange nicht mehr. Gehen wir doch schön neu angezogen ins letzte Gefecht. Schrotflinte. Schrotflinte. Ja. Nehme ich. Hallo? Ja, ich bin noch nicht so ganz konform mit den neuen Waffen, aber es wird bald. Oh. Okay, ich hole dir doch nochmal ganz kurz das Zielfernrohr. Das gut bestückte hier. Zack. Na, das wart ihr doch noch nicht, oder? Puh, das wart ihr. Ja. Ne, ich behalt's mal lieber. Das war mir jetzt eine Lehre. Okay, hier geht's wahrscheinlich rein. Morgen kommt die Leine ab. Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Oh, kryptisch. Wen holst du denn jetzt? Mich nochmal aus einer anderen Dimension, oder... Fragen über Fragen. Genau, hier geht's lang. Where we lie, liar! Okay.
Where we sleep, ja, das sieht gut aus hier alles. Das Atrium. Oh, ja, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Also geht's hier wohl nach oben oder? Ah! Tada! Ich hoffe, es ist hier richtig. Oh ja, das ist richtig. Oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, also ich werde gleich Ilse besuchen und hoffe, dass wir dann im letzten Teil auch Comstock gegenübertreten. Also, bis denn, euer Smurlock. Bye, bye!